Volksbrauch, Rauch, was? Rachsüchtiger Geist. Der Geist einer verstorbenen Person, die einen ungerechten Tod erlitten hat, wird als Rachegeist bezeichnet. Wenn kein Exorzismus durchgeführt wird, um ihn ins Jenseits zu befördern, bleibt er an dem Ort, von dem er besessen ist, und wird zu einem unumherwandernden Geist, der immer wieder seine letzten Taten vor dem Tod wiederholt. So, das passiert ihm also öfters. Anscheinend? Ist anscheinend nichts Neues für ihn. Okay. Sind wir schon besessen? Im F5 war auch. Das erste Buch war auch. Tippe auch. Erscheinung. Ey, jetzt kommen wir hier wieder raus? Nee, oder? Ich wusste, dass wir kommen hier raus. Weil wir haben doch gar nicht die, Das sieht nicht gut aus. Zhao Xinqiao, du kannst mich nicht töten. Dann warum flüchtest du? Warum? 我不是那个意思。你少来了，我早就清楚你是个什么样的人了。你今天就算真的杀了我，也不会愧疚，对吧？你不要这样说你自己。你知道杀害身边最重要的人是什么样的感觉吗？来，杀我！我早就想死了，砸我！砸！ Fenster. Kneipe. Okay, was haben wir jetzt also? So, sind wir jetzt weiterhin besessen? Oder was ist los? Oh, wir gucken uns selber zu. Ach du Scheiße. Nimm doch die Klinge! Nimm sie doch! Und jetzt, genau, und zieh durch! Aber eigentlich müssten wir jetzt wieder in den Keller! Macht voll Risiko.
到时候我们都会完蛋。我不知道你在说什么，你说可以救石头，我才救你的，你是不是在骗我？这诅咒世界，你比我更清楚。 Geschriebener Brief. Ey, ich sehe es doch jetzt schon wieder kommen. In dem einen Raum ist ein Schlüssel. Da komme ich aber wahrscheinlich nicht einfach so hin. In dem Labor. Und in 203 ist die Statue. Oder irgendwas. Also in dem Wohnheim. Eine einfach handgezeichnete Karte des Campus der Tunguhu-Universität. Der rote Kreis markieren die Orte, an denen sich die beiden wichtigsten Gegenstände befinden, die zur Beseitigung des Fluchs benötigt werden. Ich wusste es. Auf der Rückseite der Karte sind einige handschriftliche Notizen zu sehen. PS. Es wird nicht funktionieren, auch wenn nur einer fehlt. PS. Der Ort, an dem der Fluch entfernt werden kann, befindet sich im Keller des Wohnheims. Okay. 靠我一个人，挡不了他。为什么是我？赶快去。 Also gehen wir als erstes nicht ins Wohnheim, sondern Chemieraum. Genau. Also eigentlich Chemieraum. Um von dort den Schlüssel zu holen. Sag mal, wollen die mich jetzt verarschen? Jetzt sag nicht, ich muss... So, hier kann ich nicht hin. Kann ich denn hier wenigstens raus? Ja, wunderbar. Genau, also wir gehen zuerst in den Chemieraum und uns da... Das ist Schlüssel. Dann gehen wir in den Wohnbereich. Gehen in 203. Holen uns da die Statue. Wenn wir das überhaupt können. Weil ich gehe von aus, wir werden die ganze Zeit verfolgt. Und gehen dann runter in den Keller. So, wir gehen extra jetzt nicht hier rein, sondern wir gehen die nächste Tür rein. Weil es bringt ja nichts, da oben lang zu latschen. Ich würde an deiner Stelle den Schlüsseldienst rufen. Genau, guck mal, nämlich. Genau, sie zeigt uns hier an, wir müssen hier rein. Und ich hoffe, sie zeigt uns auch an, wo dieses Chemie-Zeugs-Labor-Dingensbummens ist. Ist es hier unten zufällig gleich? Wäre das cool? Ist er natürlich wahrscheinlich nicht. Natürlich ist die Kacke wahrscheinlich wieder ganz oben. So, hier haben wir die Mannequins. Hier ist Chemielaborzeug. Okay. Wo ist hier der Schlüssel? Give me the fucking key. Also ich meine, wir sind jetzt auch gerade noch unter, meine Güte. Wir sind noch nicht unter Zeitdruck. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt. Noch. Was?
Da klopft jemand. Hallo. Ach du Scheibenkleister. Und hier finde ich den Schlüssel. Na, ist ja ein Traum. Jetzt geht meine Taschenlampe aus. Ist klar. Na, ist ja easy. Ja, ja. Black War. Ganz easy. Stück eines Gegenstandes, Baby. Ring für Liebespaare. Wang Jinglong. Chen Xinhong. Sie ist weg. Nee, sie ist umgefallen. Oh Gott. Ach, das ist die Dame im roten Kleidchen. Der war Gold, nicht Silber. Habe ich Silber gesagt? Oder stand da Silber? Sind jetzt alle Lichter da hinten aus? Wäre nicht so schön. Oh ne, okay, es wird heller. Freuen, die Ringe war Silber. Stimmt. Das war der Verlobungsring. Der modische Schmuck. Hm. Alles gut, wir gehen jetzt einfach in das Wohnheim. Ich will hier nur noch Dings, ich will hier nur noch durch. Ja, es ist ja ganz schlimm, ist das ja. Sterben alle hier wie weg und keine Ahnung. Würde mich jetzt nicht wundern. So, jetzt müssen wir in Raum 203. 203. Ruft mich hier gerade jemand an? Nee. Ach, der schon. Okay, also gehen wir jetzt in den Raum 203. Danach geht's ab in den Keller. Feuerexorzismus. Der Veranstalter der Zeremonie verbrennt mit echtem Feuer die Papierpuppen, die die Verstorbenen symbolisieren, damit sie die festsitzenden Geister erlöst werden und in Frieden ruhen können. Okay. Benni, habt ihr Epic abgecheckt? Da war ein gutes Spiel dabei. Welches denn, Black War? Also jetzt die Evil Within meinst, das haben wir schon. Das habe ich schon mehrfach durch. Hallo. Es ist gefüllt mit Dekon handschriftlichen Notizen über seine Gefühle und Beobachtungen nach dem Vorfall im Jahr 2016. Ich bin nicht tot, aber ich bin auch nicht weit davon entfernt. Ich kann sie jederzeit an mir spüren. Ich träume von Boru Meng, Hisin Chiao Chao und den anderen. Ich dachte, es sei nur ein Traum, aber es sah nicht so aus. Ich und die anderen erleben diesen Tag im Jahr 2016 immer und immer wieder. Viele Jahre am 29. Februar müssen 5 Menschen sterben. Ich weiß nicht warum. Warum sie das tut. Sie hat es nicht schon, hat sie nicht schon genug Tote gegeben? Bevor der 29. Februar 2020 zu Ende geht, habe ich immer noch die Chance, ihre Anweisung nicht zu befolgen, nämlich 5 Menschen zu töten und sie als Opfergabe zu servieren, sofern diese Welt ihren Fluch vollständig zerstört und ihre Besessenheit beseitigt. Kann ich einen Priester aufsuchen, der den Exorzismus an ihr und den anderen durchführt? Es muss in der Reihenfolge geschehen. Sie darf nichts von meinem Plan erfahren. Es muss so sein, dass die anderen ihn genau befolgen. Sie müssen das Exorzismus-Wiki selbst finden und dann sind noch die Schlüssel für die Tür im Keller. Auch Teil 2? Auch Teil 2. Exorzismus-Kit. Na super. Eine Schachtel mit 5 Papierpuppen, die von großen Bedeutung, Geist, Fluch gefangen gehalten wird.
was sie zu einem unverzichtbaren Gegenstand für die Durchführung eines Exorzismus macht. Okay. Also geht's jetzt ab in die Kellertür. Als ob wir das jetzt ganz easy peasy hier unten machen könnten und die uns ihr ganzen Ruhe das lässt. Ich glaube nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Achso, das Baby hier einfügen, ne? Los geht's. Hey. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt gleich eine Runde sterben werden. Weg zur Erlösung. Daoistischer Priester und Nonnen singen Gebete, um für die Geister einen Weg in die andere Welt zu öffnen. Sie sprachen dann Segenswünsche aus, damit die Geister alte Streitigkeiten aus der Zeit vor dem Tod loslassen und den Weg problemlos gehen können. Danach traten sie in die andere Welt ein und warteten auf ihre Wiedergeburt. Hier ist die Schule-Dienst. Nein, nein. Das ist ein Schloss. Nicht möglich. Ein Fötus, der in Mutterleib wächst. Dieses kleine Kind strengt sich an zu wachsen und hofft, so schnell wie möglich auf die Welt zu kommen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, dass die Frau schwanger war. So. Wäre jetzt meine Vermutung. Ganz wilde Theorie. Tonga, du ja. 你到底想告诉我什么? 威胁我也没用, 我不会再被你带着走了。石头,你放心。这一次,我一定会好好保护你的。 Heiratsurkunde. Ungültige Heiratsurkunde. Auch wenn sie nicht den Segen anderer erhalten, nicht heiraten und nicht offiziell als Mann und Frau registriert werden durften, so war es doch ihr Traum, zusammen zu sein. Qinglong Wang aus Huailang, geboren am 7. August 1960 zwischen 7 und 9 Uhr morgens. Yixin Huichen aus Pingtung. Geboren am 25. Juni 1960 zwischen 23 Uhr und 1 Uhr morgens. Die Hochzeit findet an in Kaohsiung am 20. Juni zwischen 11 und 13 Uhr statt. Trauzeuge Herr Leer. Trauzeuge Leer, Heiratsmittel leer, alles leer. Okay. Im Wohnzimmer, das einst von Hisen Hui Chen bewohnt wurde. Hisen Hui, ich werde meine Verantwortung übernehmen und mich um dich kümmern. Ich weiß, dass deine Familie in Pingtung einen angesehenen Status hat und einen armen Kerl wie mich verachten würde. Wenn sie es herausfinden, wird das Kind auf jeden Fall abgetrieben werden. Also lauf mit mir weg, mach dir keine Sorgen, ich werde unsere Familie versorgen. Auch wenn ich harte Arbeit verrichten muss. Ich treffe dich morgen Abend um 22 Uhr auf der Brücke. Lasst uns zusammen gehen. Hier sind ein paar Ringe, die habe ich vor einiger Zeit anfertigen lassen, mit unseren Initialen drin. Sie sind zwar nicht teuer, aber ich möchte sie dir trotzdem schenken. Ich werde dir in Zukunft etwas Besseres besorgen. Ah, okay. Ein Studentenausweis von Tunguhu Universität, der für ungültig erklärt wurde, dass sie ihren Abschluss nicht machen konnte, bedauert sie ebenfalls. Ei. Okay, also sie war Studentin, war schwanger und alles war irgendwie nicht ganz so toll. So, und es fängt an von vorne an. Ein paar Maden an den Wänden ist ja... Lecker.
这里是... Wie an meinem Freund durchführen. Führe den Exorzismus an deinem Freund durch. Wo ist denn mein Freund? Wäre jetzt halt so meine blöde Frage. Weil ich sehe nur den Pfeil hierhin, zum Verstecken. Hier sind Haare im Weg. Da komme ich nicht durch. Hier komme ich nicht raus. Vielleicht hier? Ja, da komme ich auch nicht hin. Ach so, vielleicht die hier. Ja, wen habe ich denn jetzt hier? Weiß ich, wer das ist? Wenjo-Puppe, Boru-Puppe, Linien-Puppe, Tining-Puppe und Yu-Ting-Puppe. Achso. Ah, okay. Okay, also jetzt werde ich auch noch verfolgt, während ich denn... Okay. Das wird böse. Das wird sehr, sehr böse. Der dazugehörige Schlüssel fehlt? Ich muss jetzt auch noch Schlüssel hier suchen, oder was? Ich meine, es gibt denn schon Indiz, ne, mit der Musik und sowas alles. Alles schön und fein und gut und so. Hab ich gerade was für einen Schlüssel ich hier brauche. Ich würde sagen, diesen Schlüssel. Ich lese mir nicht weiter durch, sondern ich nehme einfach den Schlüssel. Ich hätte mir doch durchlesen sollen. Gott.
kann die Lampe, glaube ich, nicht ausmachen, Blackboard. Aber was für einen Schlüssel habe ich da gefunden? Ja, Bronzeschlüssel öffnet eine obere dunkelbraune Tür. Eine obere dunkelbraune Tür. Wow. Ich hätte die niemals gesehen. Also, okay, jetzt haben wir den zweiten. Ich sage euch so, wie es ist. Ich werde alle fünf nicht schaffen. Grüner verrosteter Schlüssel. Häufig gesehener gelber Bronzeschlüssel, der zum Öffnen entsprechender Tür verwendet wird. Sag mir nicht, ich muss wieder dahin zurück, von wo ich gekommen bin, ey. Ich könnte kotzen. Mich am Arsch, ey, Junge, die ist aber auch, die kann ganz schön nerven, die alte. Das Ding ist, sie ist jetzt wieder zurückgegangen. Ich glaube, ich muss auch da hin. Das ist das, was mich halt gerade so richtig abfuckt. Okay, ich krieg ein Versteck. Und zwar direkt dahinter. Okay. Hey, oh Dave. Schön, dass du auch noch da bist, Dave. Danke. Hat sie nicht gesehen. Safe hat sie nicht gesehen. Ist sie wirklich wieder weg?
Der dazugehörige Schlüssel fehlt noch. Leider kann ich die Tür nicht öffnen, weil hier fehlt der Schlüssel. Das schaffst du auch noch. Ey, ich weiß es nicht. Ich muss ja dann wahrscheinlich auch wieder komplett zurück, um in dieses Auge da reinzustechen oder so. Vor allem, sie wartet jetzt hier vorne. Sie wartet halt hier vorne. Ja, lass mich doch was da reinpacken. Achso, ich mach's bei dir was rein. Nägel erforderlich, um den Fluch zu vollenden. Was für Nägel. Jetzt brauche ich Nägel. Okay, dann geht's wieder weg. Nägel zum Nageln, ja. Okay, hier komme ich natürlich nicht raus. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Knappe Nummer, sag ich euch. Oh, leck mich. Menschliches Organ. Ey. Muss ich jetzt hier wirklich noch Organe finden? Jetzt ernsthaft? Wir haben jetzt die Augen genommen. Weil wir die schön fanden. I don't know. Also wir haben jetzt. Was. Wait. Was haben wir jetzt alles drin? Wir haben die Augen, wir haben. Ist das überhaupt richtig? Nee, hier.
Gehirn, Augen. Mir nicht noch ein Herz irgendwo seucht? Wahrscheinlich nicht. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Herzen. Jetzt weiß ich nicht, ist das hier der richtige Way? The right way? Wahrscheinlich nicht. Hier geht's nicht zurück. Hier bin ich richtig. Okay, hier habe ich jetzt das Herz. Meine Fresse. Okay. Aber sind wir schon mal einen Step weiter? Ist gut zu wissen. Das war knapp. War gar nicht so gut. Okay. Sargnagel. Warum habe ich jetzt den Sargnagel? Entferne die Fesseln von der verfluchten Locke an der Tür. Was für eine verfluchte Locke an der Tür? Okay, wo bist du lang? Ich verstecke mich erstmal, weil ich habe keine Ahnung, ob jetzt was kommt. Aber anscheinend nicht. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück? Ich habe eine Halskette gefunden. Badu Jishu. Jishu. 就是把那颗心脏毁了，我能做的也只有这样了。Okay. Sie ist umgefallen. Sehr gut. Ah!
Okay. Das hört sich nicht gut an. Das sah auch nicht gut aus. Sind wir jetzt begraben im Keller?你成功了，还好我赌对了。有这个，说不定就可以找到王金龙。这样，真的就可以救大家、救石头了吗？其实，我比你更担心。如果我可以获救，你们也可以从诅咒里解脱，当然是最好。 其实，应该跟你说声对不起。所以，你大概也不需要了。你走吧。 赵新桥，谢谢你。<笑> 呀。 Und das war The Bridge Curse Road to Salvation. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Ansonsten gerne ein Like da lassen und ein Abo, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und wir sehen uns bei einem der nächsten Projekte wieder. Bis dahin sage ich erstmal, Eingau.